Die Reaktionen auf meinen Rücktritt haben mir gezeigt, dass die Öffentlichkeit meinen Schritt nicht nachvollziehen kann. Und deshalb habe ich das Gefühl, dass ich allen die Wahrheit sagen muss. Was kommt denn jetzt? Wahrscheinlich habe ich nicht mehr lange zu leben. Clarissa ist dabei, sich ein Denkmal zu setzen und wir beide haben ihr den Sockel dafür aufgestellt. Wenn ich das Gestüt mit euch zusammen wieder aufbaue, dann steige ich richtig mit ein. Als gleichberechtigter Teilhaber. Eine Starthilfe von 50.000 Euro? Überzeug Hagen, dass er mit dem Gestüt in der Familie bleibt. Du willst mich bestechen? Nein, das verstehst du falsch. Was ist denn daran, bitte schön, falsch zu verstehen? Ich soll Hagens Angebot, seinen Partner zu werden, ablehnen? Und ich soll auf ihn einwirken, damit sein Gestüt unter dem Dach eurer Firmengruppe bleibt? Und dafür bekomme ich zum Dank 50.000 Euro. Was ist daran keine Bestechung? Ach, ich hätte gehofft, du verstehst mich. Thomas, du hast doch selber Familie. Eben. Und deswegen falle ich meinem eigenen Schwiegersohn in den Rücken. Aber begreif doch, ich muss meine Familie schützen. Schützen? Das Gestüt gehört zum Familienunternehmen. Ich kann nicht zulassen, dass alles auseinanderbricht. Tu, was du nicht lassen kannst. Aber ohne mich. Sich aus der Mode zu tun. Da habe ich natürlich Näheres über die Gründe dieser doch sehr überraschenden Entscheidung. Was hat sie da an? Kann man das hier kaufen? Die Reaktion. Sie haben wohl alle Pause, was? Nein, also wir wollten uns nur das Interview von Frau von Anstetten. Wenn Sie ihr nicht in den vorzeitigen Ruhestand folgen wollen, sind Sie jetzt alle in 10 Sekunden an Ihren Arbeitsplätzen. Tanja, komm doch rein. Meine Tür steht immer offen für dich. Hier. Du solltest dich einlesen. Einlesen? Ja, für deinen Termin heute Nachmittag. Sudmann hat Interesse an einer neuen Kollektion. Diese Nobel-Boutique? Die haben sich doch noch nie für uns interessiert. Clarisse Number One scheint hier einzuschlagen wie eine Bombe. Was meinst du? Ist es der Name oder vielleicht doch meine unheilbare... tragische Herzkrankheit. Das einzig Tragische an deiner Krankheit ist, dass sie nicht echt ist. Na, Spielverderberin. Du warst noch nie eine gute Verliererin. Gewöhn dich endlich daran. Clarissa, kümmere dich um die Anfrage, ja? Ich fühle mich heute so schwach. Ich fürchte, das wirst du selbst tun müssen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich deine Arbeit erledige. Es war doch deine Idee, frühzeitig meinen Ruhestand zu verkünden. Ja. Nun kommt damit klar. Übertreib's nicht. Ach. Ein Kollege ist also krank geworden. So verzweifelt warst du? Komm, es ist nicht so schwer. Du hattest recht, liebe Rebecca. Also hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht. Ja, dafür bin ich ja da. Erzähl. Beim Essen war alles noch völlig in Ordnung. Sie war ganz normal, so wie immer, fast sogar ein bisschen... distanziert? Ja, das ist die klassische kalte Schultereröffnung. Du spielst auch Schach? Ja, auf jeden Fall ist sie dann stundenlang im Bad verschwunden. Und als sie wieder rauskam, war sie im wahrsten Sinne des Wortes wie verwandelt. Super aufgestylt und... hat sich ja nicht reingeschmissen. Jetzt hat bloß jetzt nicht gefallen. Klar. Ach was. Cassie ist super sexy, witzig, spontan. Aber halt nur eine gute Freundin. Einfach nicht mein Typ. Du, sie wird eine alleinstehende Mutter. Wenn sie jetzt noch Mitte 30 wäre, wäre sie noch viel brachialer vorgegangen. Sie sucht einen Versorger. Nenn es Urinstinkt.
Also ich als Arzt nenne es Hormonschwankungen. Schwangere können mitunter ganz schöne Lust entwickeln. Wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Die Wehen. Wir müssen ins Krankenhaus fahren. Was denn für Wehen? Du hast doch geschrien, du hast doch die Wehen. Nein, ich hatte einen Albtraum. Der muss ja heftig gewesen sein. Und wie? Ich habe Ricardo gesagt, dass ich mich in ihn verliebt habe. Das ist alles oder da kommt jetzt noch was? Das ist ja wohl schlimm genug. Was jetzt? Ich habe ihm meine Liebe gestanden. Olli, das ist falsch rum. Er soll sich in mich verlieben und nicht andersrum. Jessica. Ja, was? Ich will mich nie wieder verlieben. Und das eine Mal, das hat gereicht. Und jetzt will ich einfach nur einen Vater für den Kleinen. Falls du doch noch die Wehen bekommst, sag Bescheid. Du willst mich doch jetzt nicht allein lassen. Doch. Ich muss eine halbe Stunde im No Limit sein. Ja, dann komm ich mit, okay? Ärger? Du kannst nicht als Teilhaber auf dem Gestüt einsteigen, weil die Bank dir keinen Kredit gibt. Ich habe was zu essen mitgebracht. Es hebt die Laune vielleicht ein bisschen. Danke. Wie war dein Gespräch mit Ludwig? Ihr habt gestritten? Wegen Hagen? Das würde mich aber auch mal interessieren. Wenn ich mich mit meinem Chef unterhalte, dann geht dich das gar nichts an. Wenn es um meinen Mann geht, dann schon. Also, ging's zum Hagen. Papa, ging's um Hagen? Es ging um finanzielle Sachen. Ehrlich? Ehrlich. Meinen Sie nicht, übertreibst du ein bisschen? Hast du gerade ihr selbstgefälliges Grinsen gesehen? Ignorier es. Ja, zugegeben, diese erfundene Krankheit war ein geschickter Schachzug von ihr, um sich zurück ins Rampenlicht zu mogeln. Aber ist das der Weltuntergang? Ja, Sebastian, du müsstest sie mal erleben. Sie eilt sich in ihrer Rolle als sterbender Schwan und jetzt lädt sie auch noch die Arbeit auf mich ab. Wie? Ja, es kommen nachher zwei Einkäuferinnen von Sudmann. Das fällt eindeutig in ihren Aufgabenbereich. Aber sie fühlt sich angeblich zu schwach und jetzt soll ich es übernehmen. Moment mal, Sudmann will die neue Kollektion ins Sortiment nehmen. Das ist doch großartig. Ja, das ist auch großartig, aber darum geht es gerade nicht. Ich habe keine Lust, ihre Arbeit zu tun. Tanja, bitte, das sind doch Kinderspielchen. Lass dich nicht ärgern. Das sagst du so einfach. Oder siehst doch mal strategisch. Du wolltest doch immer bei Linie CL freie Hand. Jetzt hast du freie Hand. Clarissa will nicht arbeiten, also nutzt das für dich. Ich pack's nicht. Jetzt hast du dich auch noch krank gemeldet, oder was? Nur um dir hier eine 1A Wellnessbehandlung zu geben? Clarissa von Anstetten, du bist echt ohne Worte. Wieso? Ich hab mich doch nur gewehrt. Die haben mich hinter meinem Rücken in den Ruhestand geschickt. Jetzt wollen sie mal sehen, was wir davon haben. Ach, na klar, das nennt man Notwehr, ne? Ich finde auch, da kann man schon mal eine tödliche Krankheit erfinden. Psst. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Weißt du was? Sowas zu benutzen, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, das ist echt armselig. Opa Arno, der war krank. Hast du das schon vergessen? Natürlich nicht, der Ärmste. Aber das eine hat mit dem anderen doch nichts zu tun. Hier, pass mal auf. Nur noch mal für dich zum Mitschreiben, damit es keine Missverständnisse gibt, okay?
Erwarte nicht von uns, dass wir für dich lügen, okay? Vergiss es. So, meine Mittagspause ist jetzt vorbei. Ich gehe wieder arbeiten. Nein, dann fängt das an. Wir können jetzt anfangen. Wir sind nicht wie die Lahnsteins, die sich gegenseitig belügen und betrügen. Wir Wolf sind ehrlich miteinander, ne? An wen erinnert dich das? Hör doch mal auf damit. Ich hab Dana nicht angelogen, wenn du das meinst. Achso, du hast dir einfach nur nicht die ganze Wahrheit gesagt. So ungefähr. Dann haben die finanziellen Fragen mit dem Gestüt zu tun. Ja, so kann man das nennen. Ach, Thomas, jetzt lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was hast du Dana verschwiegen? Also im Grunde genommen ist eigentlich nur der Grundriss so richtig ernst zu nehmen. Das hast du sehr, sehr schön gebastelt. Ey, das wird super aussehen, wenn es mal fertig ist. Wir schaffen das. Auch ohne deine Familie. Nur ohne meine Familie. Die Familie ist ihm ja ach so wichtig. Ludwig hat immer wieder betont, wie sehr sie ihm am Herzen liegt. Und dann? Ja, und dann? Dann bietet mir dieser Mann einen Scheck über 50.000 Euro, damit ich seinen Sohn in die Spur bringe. Er wollte dich bestechen. Ja. Wie, und das hast du Dana nicht erzählt? Findest du nicht, dass sie und Hagen ein Recht haben, das zu erfahren? Ja. Einerseits schon, ne? Andererseits? Dürfen wir nicht vergessen, dass Ludwig schwer krank ist und dass er bestimmt nicht mehr lange zu leben hat. Du willst nicht, dass das Zerwürfnis zwischen ihm und Hagen noch schlimmer wird? Nein. Ich weiß es nicht. Das heißt nicht, dass ich seine Methoden in Ordnung finde. Er meint es sicher nur gut, aber so versucht er eben, alles zu tun, um seine Familie irgendwie zusammenzuhalten. Und er versteht nicht, dass eine Familie nicht durch Zwang zusammengehalten wird, sondern durch Liebe und Verständnis. Was überlegst du? Ach, Vicky. Was soll ich denn jetzt machen? Entschuldigung. Aber wo willst du jetzt hin? Ich gehe zu Hagen. Keine blöden Sprüche, ja. Das habe ich mit ganz viel Liebe gebastelt. Hör mal, ich würde niemals einen blöden Spruch über deinen Vater machen. Ja. Aber wo ist denn die Kettensäge? Ohne die geht er doch sonst nicht aus dem Haus. Wo ist meine Kettensäge? Dana, hast du meine Kettensäge gesehen? Oh, wer hat die Steine in den Weg gelegt? Das entspricht nicht dem Sicherheitsdruck. Hi, Papa. Hallo, Thomas. Ihr habt wohl zu viel Zeit, ihr zwei. War nur ein Spaß. Hagen, wir müssen reden. Unter vier Augen. Du bist jetzt nicht wirklich sauer, oder? Bin schon weg. Dana und Hagen rotieren total wegen dem Gestützbrand. Deswegen ist es auch okay, dass sie nicht so viel Zeit für mich haben. Das Drei-Eltern-Ding ist mir sowieso ein bisschen auf die Nerven gegangen. Es war schon praktisch, dass Hagen mich immer zum Arzt gebracht hat. Oh, nicht schon wieder. Hast du was gesagt? Also, Olli, du könntest ja wenigstens so tun, als hättest du Mitleid mit mir. Was wäre denn so schlimm daran, wenn du dich verlieben würdest? Liebe tut weh. Liebe ist ätzend. Ach, Jessie, nur weil Daniel dich sitzen gelassen hat, heißt das doch nicht, dass das jedes Mal so laufen muss. Aber es kann. Du kannst dir doch sowieso nicht aussuchen, ob du dich verliebst oder in wen. Sagt wer? Der gesunde Menschenverstand und meine unglaubliche Lebenserfahrung. Dann ist das vielleicht normalerweise so, aber ich bin eine Ausnahme. Echt jetzt? Ich habe mich früher nie verliebt. Daniel war der Erste und ist der Letzte. Weißt du, was ich nicht ganz verstehe? Du baggerst wochenlang an Ricardo rum. Ja, weil ich keinen Bock habe, als alleinerziehende Mutter zu enden. Ja, aber findest du das nicht ein bisschen gemein? Er soll sich verlieben, du willst nicht. Wo ist denn das Problem? Ich bin doch die beste Frau, die Ricky sich wünschen kann. Ich werde mich nie in einen anderen verlieben. Weil du dich gar nicht mehr verliebst. Nie wieder. Genau. Und was ist, wenn du dich schon längst wieder verliebt hast? Habe ich nicht.
Gut.